Herzlich willkommen zur dritten und letzten Episode der TV Falkenberg-Serie. Mit dem heutigen Beitrag beenden wir unser allererstes Triple-Konzept. Wir haben schon die ersten Damen der Basketball-Oberliga kennengelernt, die Modellflugsparte, und heute berichten wir über Fitnesssport im Wasser, Aquabag. Dafür tauchen wir gleich mit Ihnen ein bisschen und zeigen Ihnen Aufnahmen, die Sie vielleicht nie so vorher gesehen haben. Tja, dann lassen Sie uns doch mal abtauchen unter Wasser. Und Sie sehen hier ein Fitnessgerät, das auch in jedem normalen Workout-Studio stehen könnte. Hier steht es allerdings unter Wasser. Wie man unschwer erkennt, ist es für die Armmuskulatur geeignet. So gibt es von diesen Geräten gleich mehrere, die in dem Becken verteilt sind, und alle 45 Sekunden wechseln die Teilnehmer an den jeweiligen Stationen. Vielleicht fällt es Ihnen bei diesen Aufnahmen auf. Wir haben nur Teilnehmer gesehen, die mit einem Lächeln im Wasser an ihren Geräten gearbeitet haben. Aquabag ist etwas ganz Besonderes. Es ermöglicht, jede Muskelgruppe im Körper anzusprechen, ohne jedoch dabei mit seinem eigenen Körpergewicht hantieren zu müssen. Das ist der Entspannungsfaktor, den diese Teilnehmer für sich gefunden haben. In jeder Gruppe gibt es eine Jüngste und eine Älteste. Wir stehen jetzt neben der ältesten Teilnehmerin. Hallo Ellen. Hallo. Magst du mir dein Alter verraten? Aber klar doch, ich bin 70. Fitte 70. Wie lange bist du schon dabei? Wie bist du zu Aquabag gekommen? Ich bin im letzten Sommer, letztes Jahr angefangen. Habe das durch Zufall hier im Schwimmbad gesehen, als ich Aquafitness gemacht habe. Und das gefiel mir dann vom Sehen her schon sehr viel besser. Und dann habe ich mich gemeldet und habe teilgenommen. Und finde das wunderbar, dass man sich hier anstrengen kann, ohne Anstrengung zu merken. Es ist sehr gelenkschonend. Es gibt eine Menge unterschiedliche Sportgeräte, die im Wasser genutzt werden können. So sieht es von oben aus, und das ist der Eindruck von unten. Hier arbeitet man also mit den Gewichten an der Hand gegen den natürlicherweise entstehenden Wasserdruck. Aquabag hat ganz viele unterschiedliche Facetten. Lassen wir doch mal die Trainer zu Wort kommen. Aquabag, was kann man sich unter dieser Sportart vorstellen? Wir definieren Aquabag gerne als Fitness- bzw. Circuit-Training im Wasser. Wir haben verschiedene Stationen, unter anderem halt Geräte, wo wir Fitness machen, und Zwischenstationen, wo wir uns dann weiter trainieren, aber auch ein bisschen locker machen können. Wir haben eine bestimmte CD, da gibt es bestimmte Takte drin. Nach 45 Sekunden, Entschuldigung, da gibt es eine kleine Pause, und dann wird quasi das Gerät bzw. die Zwischenstation gewechselt. Am Anfang machen wir ein kleines Aufwärmtraining, um ein bisschen in Schwung zu kommen. Dann geht das los mit den Geräten und Stationen. Und am Ende gibt es dann noch ein kleines Cooldown. Ja, und vor jedem Cooldown gibt es natürlich dann das Workout. Hier sehen Sie es noch einmal unter Wasser. Ein anderes Sportgerät, mit dem die Armmuskulatur trainiert werden kann. Die Geräte haben keine Gewichte, sondern arbeiten mit der natürlichen Trägheit des Wassers. Was aber ist das Besondere an Aquabag? Hier nochmal einer der Trainer. Weil das einfach gelenkschonend ist. Also im Fitnessstudio macht man alles über bezüglich mit der Schwerkraft. Und im Wasser hast du keine Schwerkraft. Von daher ist das sehr, sehr gelenkschonend und ist einfach mal was anderes als Fitnessstudio oder draußen laufen, draußen Fahrrad fahren. Das macht Spaß. Die Leute sind alle nett. Die Trainer sind alle ganz nett. Und die Musik spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Und es macht einfach tierisch viel Spaß. Wie bist du zum Aquabag gekommen? Über eine Zeitungsannonce. Und dann hast du dich beschlossen, mal vorbeizuschauen? Ja, habe ich ein Probetraining mitgemacht, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich jetzt ungefähr seit circa 5 Jahren dabei. Falls Sie jetzt Lust auf Aquabag bekommen haben, wissen Sie die richtige Adresse dafür. Ich weiß nicht, was Sie heute noch vorhaben. Ich gehe jetzt erstmal duschen. Liebe Zuschauer, das war eben Sport unter Wasser. Das gibt es tatsächlich hier in der Region Bremen, nur in Lilienthal beim TV Falkenberg. Und wir möchten diesen Sport noch ein bisschen vertiefen. Und ich freue mich, dass ich Ute Hinzmann als Trainerin vom TV Falkenberg zu Gast habe. Hallo Ute. Hallo Frank, hallo liebe Zuschauer.
Ute, als allererstes würde mich interessieren, wo findet man solch eine Sportart? Wie ist der TV Falkenberg dazu gekommen? Es war letztendlich Zufall. Der bisherige Anbieter wollte sich aus dem Kursgeschehen zurückziehen und der war eben auch im Lilienthaler Hallenbad vertreten und ist dann an uns als Verein herangetreten, ob wir nicht die Kurse übernehmen möchten. Ja, und dann musste organisiert werden. Wie lange macht ihr das jetzt schon? Wie lange gibt es den Sport im Verein? Seit Mitte 2019. Und wenn also, ich die Zuschauer richtig interpretiert habe, die Teilnehmer richtig interpretiert habe, begeistert von dem Sport, begeistert von den Erfolgen, die sie damit erzielen. Vielleicht kannst du mir ein bisschen erzählen, was dieser Sport mit einem macht, wenn man unter Wasser Gewichte hebt. Naja, es kommt einem nicht so vor, als ob man unter Wasser Gewichte hebt. Es ist sehr schonend, es ist gelenkschonend, wie sowieso ja alles im Wasser. Und es ist eine sanfte, gleichmäßige Bewegung durch diese, ich weiß nicht, ob ihr die im Film gezeigt habt, diese Wasserzylinder, die man auch regulieren kann. Und man hat eben eine konstante Bewegung in der Vorwärts- und in der Rückwärtsbewegung. Und es ist eben, wie gesagt, schonend. Und man ist im Wasser, man muss den Kopf nicht untertauchen, was für viele auch ein Punkt ist, der wichtig ist. Und ja, man bleibt über Wasser und trotzdem aber kann man die Vorteile des Wassertrainings nutzen, wie Herz-Kreislauf-Stärkung und Atmungsstärkung und dass man abhärtet und, na, und dabei eben auch noch schnacken kann. An welcher Stelle bist du denn an dieser Sportart kleben geblieben? Du trainierst ja auch Aquabag. Ja, also bei mir ist es auch zufällig gekommen, beziehungsweise ich war immer schon im Schwimmbad oder im Anschluss an diese Aquabag-Gruppen. Damals hatte ich meine Kindergruppen, Babyschwimmen, Kleinkindgruppen und habe dann schon immer Aquabag so im Übergang, in der Übergangsphase gesehen. Und dann irgendwann, als dann der TV Falkenberg die Kurse übernommen hatte, war dann irgendwie klar, weil ich sowieso im Schwimmbad war, dass ich dann die Kurse mit übernehme, mitleite. Und ja, insofern ist es gekommen. Ich komme vom Schwimmen und bin Schwimmtrainerin schon seit eh und je, gefühlt schon immer. Und dann macht man eben Kinderschwimmen, Erwachsenenschwimmen, Wassergymnastik und jetzt eben auch Aquabag. Erzähl doch nochmal so ein bisschen aus der Sichtweise der Helikopterperspektive, was diesen Sport besonders ausmacht. Es werden Armmuskulaturen getrainiert, es werden Beinmuskulaturen trainiert. Was noch? Die Rumpfmuskulatur wird gestärkt, natürlich auch eben der allgemeine Vorteil des Wassers, das Hals-Kreislauf-System, es wird alles mobilisiert, man kann keine Ausweichbewegung machen, es ist ständig eine gleiche Bewegung, so oftmals ist es ja, wenn man bei der Wassergymnastik irgendwelche Übungen macht, dann kann man auch gerne mal ausweichen oder der eine drückt die Nudel so runter, der andere so und hier ist es eben kontrolliert, man kann kontrollierte Bewegung machen. Das ist auch unsere Aufgabe als Trainer, dann immer noch mal darauf zu achten, dass jeder auch richtig sitzt, die Bewegung vernünftig durchführt und die entsprechenden Muskelgruppen dann auch vernünftig trainiert und keine Fehlstellungen eintreten. Und was wir gehört haben in der Halle, man sollte Musik lieben. Ja, das auf jeden Fall, weil die Musik gibt den Rhythmus des Trainings vor. Es gibt unterschiedliche Trainingsmethoden. Einmal trainiert man 90 Sekunden, zweimal 90 Sekunden, bevor man dann das Gerät wechselt, oder aber dreimal 45 Sekunden und da ist dann immer ein Musikwechsel zwischendurch. Und das ist auch die Aufgabe des Trainers, dass man dann eben sagt, so, Pause und dann geht's weiter und dann eben auch den Wechsel ansagen. Ja, aber es ist eben alles mit Musik unterlegt und mit Musik geht alles besser. Und eine Trainingseinheit in sich ist dann wie lang? 45 Minuten sind wir im Wasser, also inklusive Aufwärmprogramm und Cooldown. Wir hatten gedacht, wenn wir jetzt auf diesen Sport stoßen, habt ihr eine Gruppe, die trifft sich einmal pro Woche und trainiert dort. Ist aber gar nicht so. Ihr seid so erfolgreich, dass ihr es über mehrere Tage bereits anbietet. Ja, wir bieten 5 Kurse an, 5 Gruppen, 3 vormittags, 2 abends und in jedem Kurs sind maximal 10 Personen und die werden von der Geschäftsstelle, melden die sich für den einzelnen Kurs an. Es gibt aber auch eine Gruppe, in der dann man sich meldet, wenn man verhindert ist, dann kann ein anderer einspringen. Also es ist schon ein großer Bedarf und eine große Nachfrage, ja, aber grundsätzlich wird es eben über die Geschäftsstelle geregelt.
Bevor ich zu meiner letzten Frage komme, Ute, zeige ich Ihnen mal eben, liebe Zuschauer, hier unten blenden wir jetzt gerade für Sie eine Telefonnummer ein. Da können Sie jederzeit mit dem TV Falkenberg Kontakt aufnehmen und können sich nochmal einige Einzelheiten schildern lassen. Lass uns die schönste Frage zum Schluss stellen. Wer jetzt glaubt, er muss in eiskaltem Wasser trainieren, ist völlig falsch geleitet. Ja, also erstens ist es ja so, dass wir uns sowieso am Anfang warm machen, dass man dann, und dann schwitzt man eh und an den Geräten kommt man ins Schwitzen, aber die Wassertemperatur ist auch bei 28 Grad. Montags haben wir auch einen Kurs, da ist sogar Warmbadetag, da sind es 30 Grad, also da geht es uns richtig gut. Frieren muss keiner. Ute, vielen Dank. Ich wünsche euch, dass diese Gruppe jetzt noch weiter explodiert. Eine tolle Sportart. Wir hatten vom TV Falkenberg auch das Modellflugzeugfliegen in der Halle. Auch das bietet der Verein auf Bremen-Ebene ganz alleine an. Wir haben Aquabag vorstellen können und dazu noch eure erste Damenmannschaft im Basketball. Das war eine schöne Serie, die wir mit euch drehen konnten. Wir bedanken uns, wir wünschen euch alles Gute und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank. Liebe Zuschauer, hier ist der Teil 1 unseres heutigen Nachrichtenüberblicks. Landessportbund Bremen. Aufgrund des Teil-Lockdowns wird es vorerst keinen Publikumsverkehr in der Geschäftsstelle des Landessportbundes geben. Der Landessportbund appelliert an seine Mitgliederorganisation und alle Sportlerinnen und Sportler von persönlichen Besuchen bis auf Weiteres abzusehen und das hauptberufliche Kollegium stattdessen telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren. Für die entsprechende Erreichbarkeit heißt es, sei gesorgt. Landessportbund Bremen, Bremer Sportjugend. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen spielt für die Bremer Sportjugend, BSJ, seit jeher eine zentrale Rolle. Ziel ist es, das Thema sexualisierte Gewalt im Sport noch stärker in den Fokus der Vereine zu rücken und sie dabei zu unterstützen, proaktiv mit der Thematik umzugehen. Dazu hat die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindermissbrauchs, UKASK, ein öffentliches Hearing zum Thema sexuellen Kindesmissbrauch im Sport durchgeführt. Die BSJ begrüßt das öffentliche Hearing sehr und möchte gemeinsam mit dem LSB explizit der Entschuldigung des Deutschen Olympischen Sportbundes, DOSB, an alle Betroffenen stellvertretend für den gesamten organisierten Sport anschließen. Soweit der erste Teil unseres Nachrichtenüberblicks. Covid-19 und kein Ende. Annähernd alle Sportvereine befinden sich erneut im Lockdown. Frank Harris hat Andreas Frohm, Präsident des Landessportbunds Bremen, in einem Skype-Interview zu den aktuellen Auswirkungen befragt. In loser Reihenfolge haben wir gerne den Präsidenten vom Bremer Landessportbund bei uns in der Sendung. Vor 5 Monaten war es das letzte Mal, da gab es ein heißes Thema Corona und Lockdown. Was soll ich sagen? Heute haben wir das gleiche Thema, aber aus einer etwas anderen Sichtweise. Ich begrüße schon mal hier auf dem Monitor und gleich für alle auch Andreas Frohm. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Frank. Hallo, liebe Zuschauer. Es gibt im Moment keine Bremer Amateurmannschaft, die draußen trainieren darf, geschweige denn ein Spiel bestreiten darf. In der ersten und zweiten Bundesliga ist es möglich. Ein paar andere Vereine haben Sondergenehmigungen. Und im Hintergrund wird ganz intensiv daran gearbeitet, dass es eine Änderung gibt, eine Lockerung gibt. Und da gibt es viele Veranstaltungen, Videokonferenzen. Andreas, was kannst du aus den letzten Tagen berichten? Wir haben am Samstag mit allen Landessportbünden und dem Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes zusammengetagt und letztendlich unseren Unmut über den aktuellen Lockdown-Sport bekundet und haben das schriftlich festgelegt und alle Ministerpräsidenten und regierenden Bürgermeister darüber informiert, dass wir uns wünschen, dass der Sport mehr als Partner wahrgenommen wird und unsere Hygienekonzepte etc. stärker berücksichtigt werden. Und dazu hat es dann heute noch eine weitere Konferenz gegeben, an der Bremen sogar einen Vorsitz hatte? Genau. Die Sportministerkonferenz hat heute das letzte Mal unter Bremer Führung stattgefunden. Alle 2 Jahre wechselt das. Senatorin Stahmann war leider gesundheitlich verhindert. Aber das hatte auch mit zum Thema natürlich die Pandemie, aber nicht nur. An was für einer Strategie wird denn gearbeitet? Wie soll denn dieser komplette Sportlockdown von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen möglichst wieder aufgehoben werden? Ja, anders als zum Jahresanfang sind wir nicht in einem totalen Lockdown. Das ist
für den einen oder anderen eine Entspannung noch, denn wir dürfen zu zweit, inzwischen auch mit einem Trainer, wenn er Abstand hält, Sport treiben. Aber das ist natürlich kein Ersatz zu dem, was wir sonst mit 150.000, 150.000 Sportlerinnen und Sportler auf unseren Sportplätzen und Hallen erleben. Aber immerhin gibt es Ausnahmen für die Kaderathleten, die trainieren dürfen. Individualsportarten dürfen stattfinden. Und wenn man große Hallen hat, dann kann man die auch teilen. Und dann können eben auch Badminton- und Tischtennisspiele etc. weiter stattfinden. Wir befinden uns im Winter. Da findet alles in der Halle statt. Wie viele Menschen dürfen denn pro Quadratmeter in einer Halle Sport treiben und welche Sportarten wären überhaupt erlaubt? Also erlaubt ist grundsätzlich alles, wo wir 2 Meter Abstand halten können. Also insofern kann man sogar auch bei Fußball oder Handball, vielleicht beim Karate, die eine oder andere Trockenübung mit Abstand durchführen. Das Problem sind die Hallengrößen. Wir haben im Moment leider keine Vorschrift, wie groß eine Halle sein darf oder sein muss. Da waren wir vor der jetzt dem zweiten Lockdown bei an sich 20 Quadratmeter pro Person. Das ist relativ viel Platz dann in so einer Halle. Da kann man viele Leute mit unterbringen. Im Moment sind wir eben darauf begrenzt. Insofern glaube ich, dass für jeden abgetrennten Raum maximal 2 bis 3 Leute im Moment zum Einsatz kommen dürfen. Das würde also bedeuten, wenn in einer Halle Handball oder Fußball gespielt wird, dann darf man eben nicht zusammen ein Spiel betreiben, sondern man darf nur trainieren, wenn man diese 2 Meter Abstand voneinander hält. Ja, und das leider eben auch nur zu zweit. Das ist etwas, was wir bedauern, dass auf einem riesen, sagen wir mal, Fußballfeld auch nicht geregelt ist, wie viel Abstand zu den Leuten da sein dürfte. Eigentlich könnten da mit 2-3 Meter Abstand ja viele Menschen trainieren. Aber im Moment ist für den Sport eben das auf 2 Personen plus Trainer begrenzt. Und dann muss der Abstand einfach weit genug sein, dass man die nicht mehr als Gruppe zusammendenkt. Darf ich davon ausgehen, dass die Sportminister, dass die Vorsitzenden, die Präsidenten der Landessportbünde auf die Bundesregierung einwirken, genau an dieser Stelle den Lockerungshebel anzusetzen? Gibt es da eine politische Arbeit? Ja, also das ist klar. Wir haben uns als Landessportbünde mit dem DOSB zusammen schriftlich dazu geäußert, dass wir auch bereit sind, natürlich eine Taskforce zu geben. Der DOSB hat mit den Spitzenverbänden ein super Hygienekonzept gegeben. Auch die Vereine und Übungsleiter sind nur zu loben, werden auch von allen gelobt, wie toll wir das vorbereitet haben. Insofern ist ein Stück Hilflosigkeit, glaube ich, bei der Politik da. Selbst die Sportminister sind bei der Ministerpräsidentenrunde nicht richtig durchgedrungen. Alle, die mit Sport zu tun haben, wissen, wie wichtig Sport für jeden Einzelnen ist, als Ventil, als Sozialkontakt, als Gesundheitsteil. Und insofern hoffen wir, dass wir die Kurve kriegen bei den Inzidenzwerten und dann sehr früh wieder in unsere Konzepte eintreten dürfen. Wie gehen die Sportvereine in Bremen damit um? Lass uns mal jetzt auf unsere Region kommen. Es gibt wieder Videotrainings oder gibt es individuelle Trainings? Was ist dir aus den Sportvereinen berichtet worden? Wenn man eigene Hallen hat, das ist jetzt auch ein Manko, dass die Schulsporthallen zwar für den Schulsport offen sind, aber nicht für die Vereine. Also insofern sind die völlig abgehängt, bedauerlicherweise. Aber die vereinseigene Anlagen haben oder den Zugang nach draußen irgendwo finden, die können individuell trainieren. Also ich kenne da Gruppen, die ihre 10 Personen aufgeteilt haben auf halbe Stunden Takte und die Übungsleiterin Geduld und Muße hat, das durchzuführen. Wir haben Outdoor Fitnessbereiche oder das eine oder andere, was man nach draußen legen kann. Auch Fußball in 2er Gruppen habe ich schon gesehen. Leichtathletik kann man gut aufteilen draußen. Tennisplätze sind fast schon alle geschlossen, aber Tennishallen gehen noch. Also es ist sehr viel Kreativität gefragt und leider auch wieder sehr viel Engagement von den Ehrenamtlichen zu erwarten. Eine letzte Frage mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Wenn wir nochmal auf die Übungsleiter schauen, davon haben wir einige tausend in Bremen. Sind das die Letzten in der Kette, die dann auf Honorar verzichten müssen oder ist das gesichert? Gesichert ist relativ. Die Vereinsfinanzen werden ganz unterschiedlich aussehen. Letztendlich, wenn schwerpunktmäßig Mitgliederbeiträge da sind, dann hoffen wir, dass die Mitglieder zur Stange halten und den Verein am Leben erhalten. Die Übungsleiterzuschüsse sind in dieser Corona-Zeit, werden ausgezahlt, maximal 200 Stunden pro Übungsleiter mit 3 Euro. Und das Sportamt hat vorausgesetzt, dass die Übungsleiterhonorare dann auch mindestens 50% oder doppelt so viel wie 3 Euro gezahlt werden. Aber das muss natürlich die Vereinskasse auch hergeben.
Ich würde mir sehr wünschen, wenn wir uns in 5 Monaten wieder hier in Bremer Sport TV treffen und du mir dann von ganz anderen Dingen berichten kannst, nämlich wieder von Vereinen, die richtig trainieren können, von Ligen, die wieder funktionieren. Ich hoffe, dass das klappt. Frau Stahmann, von dieser Stelle aus alles Gute, gute Genesung und dir herzlichen Dank für das Interview und einen schönen, soweit es möglich ist, Jahresausklang. Danke euch auch allen. Bleibt gesund. Am 31. Oktober empfing in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen der SV Werder Bremen die TG Nördlingen aus Baden-Württemberg. Nach dem ersten Punktgewinn gegen Nordharreslee sollte unbedingt der erste Sieg folgen, um das Tabellenende zu verlassen. Doch der Tabellensechste legte gleich gut los und erzielte bereits im ersten Angriff das 1:0 durch Katharina Panster. Bereits im Gegenzug erzielte Lena Engel für Werder den Ausgleich. Doch mit einem schnellen Anwurf und der unorganisierten Werder-Deckung ging Nürtingen prompt wieder mit 2:1 in Front. Mit diesem Tor zum 3:2 durch Alina Defayet führt Werder in der 5. Spielminute erstmals mit 3:2. Nun beginnt eine starke Phase der Bremer Mannschaft, die wenig später durch Nina Engel auf 4:2 erhöhen kann. Torfrau Danik Troster kann den nächsten Ball der Nürtinger halten und sofort wird ein Tempo-Gegenstoß eingeleitet, den Lena Thomas zum 5:3 verwandeln kann. In der 12. Spielminute lässt erneut Lena Thomas die Nürtinger Abwehr schlecht aussehen. Sie erhöht für Werder auf 8:5. Wenig später heißt es sogar 9:5, als Spielmacherin Rabea Nesslage der Bremer den Ball nach außen spielen kann, sodass ihre Mitspielerin den Angriff vollenden kann. Im Gegenzug nimmt Saskia Meyer mit dem Anwurf an der Mittellinie Anlauf und verkürzt für Nürtingen auf 9:6. Doch dann kam Sand ins Getriebe der Bremer Mannschaft. Zuerst hielt Torfrau Christine Hesel diesen Ball der Bremer Kreisläuferin. Noch einmal konnte Laura Sposato nach zwischenzeitlichen 7:9 auf 10:7 für Werder erhöhen. Leider trifft die halbrechte Angreiferin der Nürtinger, Letizia Quist, nun zum ersten Mal und schon heißt es nur noch 8:10. Im Gegenzug bekommt Werder einen 7-Meter zugesprochen. Rabea Nesslage tritt an und findet ihren Meister in Christine Hesel, der Nürtinger Torfrau. So kommt es, dass Nürtingen weiter verkürzen kann und hier sogar das 10:10 durch Letizia Quist erzielen kann. Erneut 2 Paraden der Nürtinger Torfrau Christine Hesel führt dazu, dass Werder nicht wieder in Führung gehen kann und sogar wieder zurückliegt. Erneut ist es dann Laura Sposato, die mit einem schnellen Gegenangriff den Ausgleich zum 13:13 erzielen kann. Doch wieder ist es die halbrechte Angreiferin der Nürtinger, Letizia Quist, die ihr Team wieder in Führung bringt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff der gut leitenden Berliner Schiedsrichter kann Nina Engel für Werder erneut den Ausgleich herstellen, sodass es mit einem 15:15 Halbzeitstand in die Kabinen geht. Nach dem Wiederanpfiff der 2. Halbzeit verpasst es Alina Defayet, leider den Führungstreffer für die Bremer zu erzielen. Dagegen nutzen die Nürtinger ihre Chance und erzielen hier das 16:15 durch Katharina Panster. Doch Werder steckt nicht auf und erzielt hier durch Kreisläuferin Alina Defayet das 17:17. Doch auch die Nürtinger Angreiferin Letizia Quist wird stärker und bringt ihre Farben wieder mit 18:17 in Front. Nach einer 2-Tore-Führung der Nürtinger kann Lena Thomas den Anschlusstreffer zum 19:20 für Werder erzielen. Beim Spielstand von 19:21 aus Bremer Sicht vergibt hier Alina Defayet eine 100%ige Torchance der Bremer Mannschaft. So kann Nina Fischer für Nürtingen in der 41. Spielminute per Tempogegenstoß auf 22:19 erhöhen. Rabea Nesslage kann bald darauf den 3-Tore-Rückstand zum 21:24 aus Werder Sicht wiederherstellen. Nürtingen kann den Vorsprung noch ausbauen und trifft hier durch Katharina Panster zum 26:22. Im Gegenzug kann Torfrau Christina Hesel erneut einen Werder-Angriff parieren. Doch Werder kämpft sich wieder ran und erzielt hier durch Nina Engel das 24:26. Rabea Nesslage ist es dann vorbehalten, 6 Minuten vor Schluss den Anschlusstreffer zum 26:27 zu erzielen. Nach einem erneuten Gegentreffer ist es Laura Sposato, die erneut auf 27:28 verkürzen kann. Mit einer gekonnten Körpertäuschung trifft hier Letizia Quist hier zum 29:27 für Nürtingen. Nun macht Werder das Spiel breit und kann durch Lena Thomas per Hüftwurf zum 29:30 verkürzen. 60 Sekunden vor Schluss erzielt Rabea Nesslage dann den viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 30:30. Doch Nürtingen hat den Ball und 6 Sekunden vor Schluss erzielt Letizia Quist die erneute Führung für Nürtingen.
Der schnelle Angriff der Bremer wird durch ein Foul unterbrochen, sodass ein direkter Wurf noch ausgeführt werden muss. Nina Engel übernimmt die Verantwortung für diesen Ball, doch leider prallt der Ball gegen den Pfosten. So ging dieses Spiel mit 30-31 verloren und dementsprechend enttäuscht saßen Spielerinnen, Trainer und Betreuer auf den Bänken der Bremer Sporthalle. Und zu Gast ist jetzt bei uns Robert Neidam. Er ist Trainer der Handballerinnen des SV Werder Bremen. Robert, schön, dass du da bist. Danke auch. Ja, wie im Beitrag schon gesehen, habt ihr eine knappe Niederlage kassiert gegen Nürtingen. Allerdings waren da gute Spielansätze zu sehen. Wie siehst du das? Ja, hast du recht. Also teilweise spielen wir wirklich schon sehr gutes Handball und da spielen wir auch genau das, was wir uns vorgenommen haben, um ins Spiel zu kommen. Die Aufgaben werden gut gehalten, aber es sind halt die Momente, die müssen wir erweitern. Also wir müssen etwas konstanter sein und die 20 Minuten, die wir jetzt haben, ja, die brauchen wir schon zu erweitern nach 40 Minuten zum Beispiel und dann wird das auch reichen für einen Sieg. So, aber wir spielen schon immer besser und ja, wir brauchen viele Spiele, um das auch immer besser zu machen. 30 Tore habt ihr ja geworfen, 31 habt ihr kassiert. Klingt ja aktuell nicht nach einer starken Abwehr. Wo siehst du die Defizite momentan? Ja, also Abwehr können wir und müssen wir uns auch steigern, das ist richtig. Wir haben klare Aufgabe und ja, da sind wir auf der Suche, welche Personen auch die beste Kontinuität schaffen und wer auch ersetzt werden kann. Und da suchen wir noch ein bisschen, weil wir haben ein bisschen Unterschiede in Angriff und Abwehr in unserer Mannschaft. Ja, gegen den Spitzenreiter, die Füchse Berlin, habt ihr eine deutliche Niederlage kassiert mit 19-30. Wo war da das Problem? War der Gegner einfach viel zu stark? Erstens das, also die Mannschaft ist wirklich sehr, sehr stark, wenn man sieht, was für ein Kader die da haben. Aber zweitens, wir haben da auch wieder wirklich sehr gute Sachen gemacht und es war sogar noch 19-17. Und da war alles noch offen und waren wir näher dran. Ab dann ist eigentlich ein bisschen uns die Kraft weggegangen und haben wir zu viele Fehler gemacht und so eine Mannschaft wie Berlin, der strafft das auch gnadenlos ab, weil das ist auch die Qualität von so einer Mannschaft. Gegen andere Mannschaft würde es vielleicht besser geschafft sein dann, aber nein, das ist auch die Klasse von Berlin. Wie schwer glaubst du, wird jetzt der Klassenhalt sein für euch? Also, dass es schwer wird, das wussten wir von Anfang. Da kämpften wir auch letztes Jahr schon dagegen. Aber wir haben immer die gute Hoffnung. Und ich hoffe auch, dass wir die Liga auch komplett bis zum Ende spielen und nicht, dass irgendwie wieder was passiert wegen Corona. Aber dann habe ich auch gute Hoffnung, wenn wir halt die Liga komplett haben. Dann sind es noch so viele Spiele. Und die Mannschaften, worum es geht, die wir eigentlich unter uns haben müssen und erhalten müssen, die haben wir noch nicht bekommen. Also dann kann man auch wirklich sagen, wie schwer oder wie gut das sein wird. Ja, mit Nina Engel, 17 Jahre, und Naomi Konze, 18 Jahre, habt ihr ja zwei sehr junge Spielerinnen. Wie siehst du die Entwicklung der Mädels und was glaubst du, wie weit können sie noch kommen? Ja, wir haben sowieso die zweitjüngste Mannschaft der ganzen Liga. Mhm. Und dann natürlich kommen mit Nina und Naomi zwei sehr junge. Mit Nina ist schon klar, wenn man sieht, was für eine Entwicklung die macht, das ist schon sehr, sehr gut. Und da freue ich mich auch sehr drüber. Sie ist auch eine der unserer erfolgreichsten Spielerinnen momentan schon. Und das mit dieser jungen Alter. Es ist natürlich auch ein Linkshand. Die sind auch weniger da. Und das ist auch, die sowohl Abwehr als auch decken kann. Also die macht einen sehr guten Schritt und die ist noch lange nicht da. Die kann noch so viel mehr machen. Mhm. Naomi ist auch eine Spielerin mit sehr viel Potenzial und die hat einen der besten Arme der ganzen Liga, glaube ich, mit den Wurfkraft, die sie hat. Sie muss nur ein bisschen besser damit umgehen, dass sie auch von Distanz werfen muss mit so einer Arm. Und die geht noch ein bisschen zu viel im Kontakt, wobei die dann auch weniger gute Chancen hat zu werfen. Aber da arbeiten wir dran und das Potenzial ist da. Sie muss es nur versuchen, besser umzusetzen. Ja, dafür haben Sie ja auch noch ein bisschen Zeit. Sie sind ja auch sehr jung, ne? Deshalb, ja. Aktuell dürfen ja keine Zuschauer in die Halle. Was glaubst du, hat das einen großen Einfluss auf die Spielerin, gerade wenn es um Heimspiele geht? Ja, da bin ich mir 100% sicher. Da kämpft jede Mannschaft dazu. Aber ich glaube auch, die Atmosphäre in die Halle bei uns, die ist wirklich, die kann sehr gut sein. Und das braucht schon Mannschaft, diese Unterstützung. Und ja, das fehlt. Und die Atmosphäre ist wirklich, ja, wenn man so Handball spielt, ich habe das in allen meinen Jahren, dass ich selbst gespielt habe oder als Trainer tätig bin, noch nie erlebt. Und ja, das ist natürlich überhaupt nicht, wo man diesen Sport macht. Und das nimmt man mit, das ist klar.
Ja, am 21. November müsst ihr gegen den TuS Lindhof antreten. Wie rechnest du da eure Chancen aus und was glaubst du? Meinst du, ihr könnt ja den ersten Sieg mitnehmen? Ich hoffe, wir haben dann schon einen Sieg hinter uns. Also wir spielen jetzt erst am Samstag, haben wir noch Rodertal. Und das ist eine dieser Mannschaften, die ich sage, die sollte mit uns um diese, da unten um diesen Abstieg behalten oder Abstieg kämpfen. Und ich gehe davon aus, dass wir das Spiel gewinnen jetzt und dass wir da die ersten zwei Punkte reinholen. Und dann gehen wir mit einem besseres Gefühl und dass wir wissen, dass wir siegen können gegen Lindford an. Und dann schauen wir wieder, wie das ist. Dann ist das ganze Spiel wieder offen. Robert, ich danke dir für deine Zeit und dass du da warst. Wir drücken dir natürlich die Daumen und auch der Mannschaft, dass ihr die ersten Punkte einholt. Und bis dahin natürlich alles Gute und bleibt gesund. Gut, danke schön. Fußball. Nach drei Niederlagen in Folge haben die Kicker des FC Oberneuland die Kurve gekriegt. Im Kellerduell beim HSC Hannover gewann das Team von Christian Arambasic mit 3:1. Es ist mental natürlich Weltklasse, mit 3 Punkten in die Pause zu gehen, meinte der Trainer. Die Regionalliga Nord wird nun bis mindestens Dezember den Spielbetrieb unterbrechen. Tanzen. Die deutsche Meisterschaft Informationstanzen, Standard und Latein fällt aus. Weil sich nicht alle Teams in Zeiten des sportlichen Lockdowns auf die für den 12. Dezember in der Bremer ÖVB-Arena geplanten Titelkämpfe vorbereiten können, sieht sich der gastgebende Grünen Goldclub Bremen nun veranlasst, diese Meisterschaft abzusagen. So war es Anfang November im Rahmen einer Videokonferenz mit allen Teilnehmern und dem Präsidium des Deutschen Tanzsportverbandes, DTV, vereinbart worden. Basketball. Die Eisbären Bremerhaven machen allen derzeit viel Spaß. 5 Spiele, 5 Siege, souveräner Tabellenführer. Wir waren beim letzten Heimspiel vor Publikum in der Stadthalle Bremerhaven dabei. Frank Harris kennt die Einzelheiten. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Bremerhaven. Heute ist Bremer Sport TV gerne hierhin gefahren, um die Eisbären bei ihrem zweiten Heimspiel der noch sehr jungen Saison zu begleiten. Die ersten beiden Spiele sind furios gestartet, zweimal gespielt, zweimal gewonnen. Konsequenz, erster Tabellenplatz. Die Eisbären Bremerhaven haben sich den Aufstieg in diesem Jahr fest vorgenommen. Rostock allerdings auch. Mal gucken, wer in diesem Jahr dann als Sieger hervorgehen wird. Im Hintergrund spielt sich die Mannschaft gerade warm. Wir haben noch circa eine Stunde. Und dann steht der derzeitige Tabellenelfte auf dem Speiseplan der Eisbären, die Kirchheim Knights. Ob es ein einfaches Essen wird oder doch schwer, das zeigen wir Ihnen jetzt im Spiel. Wir steigen einfach mal ein. Tja, und da kommt er, der Tabellenführer der zweiten Basketball-Bundesliga. Ins dritte Saisonspiel soll es gehen. Das erste zu Hause gegen Rostock gut gewonnen. Dann gegen Ehringen ein Kantersieg eingefahren. Und heute stehen die Kirchheim Knights auf dem Programm. Und auch da ist ein Sieg eigentlich fest eingeplant. 409 Zuschauer waren in der Halle zugelassen. Das sind so ungefähr 50% der Kapazität der Stadthalle Bremerhaven. Aber die haben Krach für 1000 gemacht. Es war übrigens das letzte Spiel vor Publikum, bevor auch hier der Lockdown griff. Und es war ein sehr durchdachtes Corona-Trennkonzept. Eine Zone für die Spieler, eine Zone für die technischen Betreuer und eine Zone für das Publikum. Und niemand, wirklich niemand, hat vor, während oder nach dem Spiel eine andere Zone betreten können. Da haben sich Menschen gute Gedanken gemacht. Ob die Eisbären ein anderes Konzept der Kirchheim Knights erwartet hatten oder ob es reine Fahrlässigkeit war, bleibt ein Geheimnis. Jedenfalls lagen sie nach einem guten Start schnell zurück und gaben dann auch das erste Viertel mit 20:28 Punkten ab. Ab dem zweiten Viertel drehten sie dann das Spiel. Respekt übrigens für die Cheerleader, die mit Mund-Nasen-Bedeckung das gesamte Spiel über für Stimmung an der Seitenlinie sorgten. Ein wichtiger Pfeiler dieses Siegs war die 3-Punkte-Ausbeute. Während die Kirchheim Knights 6 3-Punkte-Körbe erzielen konnten, waren es bei den Eisbären gleich 12. Aber auch so etwas gab es bei den Eisbären. Eine 24-Sekunden-Regel ausgespielt, der Gegner hat keinen Wurf auf den Korb geschafft und dann ging es alles ganz schnell. Bremerhaven hat zudem den Mann mit der 57 auf dem Trikot jetzt gerade im Ballbesitz, Kurt Lee Davis, der an diesem Tag über sich hinauswuchs. 25 Punkte waren am Ende des Spiels auf seinem Konto.
Die letzten beiden Punkte für Bremerhaven erzielte Leon Friederizzi mit 2 Freiwürfen. Das war dann der 90. und 91. Und der absolut letzte Punkt ging an die Kirchheim Knights, wie wir gleich sehen werden. Endergebnis in diesem Spiel 91-75. Ein Fazit. Bremerhaven scheint gut für die Saison 2021 vorbereitet zu sein. 3 Siege zum Auftakt waren vielleicht nicht geplant, nehmen die Spieler aber sicherlich gerne mit. Jetzt geht es bundesweit erstmal in den Lockdown, das heißt mehrere Wochen Spiele ohne Zuschauer. Bleibt zu hoffen, dass der Headcoach Michael May die Mannschaft auf diesem Niveau halten kann. Bremer Sport TV wünscht alles Gute. Leon Friederizzi, gerade noch auf dem Spielfeld, jetzt hier bei uns vor der Kamera. Das war heute, glaube ich, eine heiße Mahlzeit, die die Eisbären da zu sich genommen haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben am Anfang nicht das gespielt, was wir können und was wir spielen wollen. Kirchheim hat es uns auch schwer gemacht, muss man sagen. Die kamen sehr aggressiv raus. Man hat gemerkt, dass sie hier waren, um zu gewinnen, um uns zu schlagen. Und in der ersten Halbzeit haben wir uns zu viel mit anderen Sachen beschäftigt als mit unserem Spiel. Sind dann rangekommen, dann wieder hatte Kirchheim wieder einen Lauf, dann hatten wir wieder einen Lauf, Kirchheim wieder einen Lauf und wir sind nie so richtig in Führung gekommen. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit viel, viel besser gemacht. Also wir sind mit der richtigen Einstellung rausgekommen, haben aggressiv gespielt und das konnte dann Kirchheim am Ende nicht mehr matchen. Genau, 2 Halbzeiten, 2 Gesichter. War das die Ansprache vom Chief in der Kabine? Auf jeden Fall. Er hat uns nochmal ins Gewissen gerufen, sage ich mal, was wir können und zu was wir in der Lage sind. Und dass wir halt unser Spiel spielen müssen und uns nicht immer mit anderen Sachen beschäftigen, sei es Schiedsrichter, wir clean calls, nicht die clean calls. Was passiert, das ist so, vor allem wenn du momentan Erster bist, das Team, was jeder schlagen will, das ist immer so. Da musst du da drüber stehen und einfach dein Spiel spielen und das haben wir in der zweiten Halbzeit gemacht und dann hat man auch gesehen, dass wir das Spiel gewinnen. Lassen Sie uns ein bisschen über Ihre persönliche Situation sprechen. Wie läuft ein Tag, ein Corona-Tag im Leben eines Spielers im Training ab? Kennen Sie nur Halle zu Hause, Halle zu Hause? Ja, momentan auf jeden Fall. Also man war natürlich ab und zu mal in einem Restaurant, als es noch ging. Aber jetzt, wenn Lockdown ist, ist natürlich primär Training. Also was heißt primär? Man kann ja an sich sowieso nichts machen. Aber wenn wir 2-mal am Tag Training haben, ist man am Ende auch zu schlapp, um noch irgendwas anderes zu machen. Hat sich denn das Training auch verändert? Nee, bis jetzt noch nicht. Das Training ist bis jetzt gleich geblieben. Wir müssen halt schauen, wie es ab nächster Woche ist, wenn das Fitnessstudio zu ist, in das wir gehen. Aber unsere Coaches machen da einen super Job und werden da eine Alternative finden. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Herr Ruttmann, 3 Spiele, 3 Siege. Das ist doch Geschäftsführers Liebling, oder? Tatsächlich, aus sportlicher Sicht ist 3 Siege zum Start das Beste, was passieren kann. Vor allem, wenn man dabei ja dann auch schon Gegner mit hoher Qualität hatte und beide Heimspiele erfolgreich gestalten konnte. Das heißt, eigentlich gar nicht überrascht, sondern war ein bisschen geplant. Na, sportlichen Erfolg kann man ja immer nur beschränkt planen. Gerade das erste Spiel gegen Rostock, die ja selbst einander Aufstiegsfavorit sind, den Aufstieg als Ziel ausgegeben haben, mit sicherlich dem höchsten Kaderbudget der ganzen Liga, ist was, was man nicht als Sieg einkalkulieren kann. Umso schöner war es natürlich, dass wir da zum ersten Spiel schon in einer sehr starken zweiten Halbzeit den ersten Sieg holen könnten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, dass wir uns wünschen, unsere Heimspiele bestmöglich erfolgreich zu gestalten. Wie viele Menschen waren heute als Zuschauer in der Halle zugelassen und wie viele waren tatsächlich da? Nach der Genehmigung der verantwortlichen Behörden hätten wir bis zu 896 Menschen in die Halle lassen dürfen. Das wäre eine Auslastung von 22%. Dadurch erreicht, dass man jede zweite Reihe komplett sperrt und in einer Reihe maximal 4 Gruppen zusammensetzt mit 2 Plätzen frei. Das Ganze mit durchgehender Maskenpflicht im Gebäude, die nur für die Spieler auf dem Feld und die Trainer nicht greift. Alle anderen tragen Maske. Tatsächlich vor Ort waren heute 409 Zuschauer und 64 Helfer, die mitgeholfen haben, also knapp 500 Menschen. Insofern, auch wenn es jetzt in wenigen Tagen den großen Lockdown gibt, freuen wir uns, dass so viele Zuschauer noch in der Halle waren und hoffen, dass die Gesundheit aller Beteiligten optimal geschützt wurde. Das wünscht Ihnen das Bremer Sport TV-Team selbstverständlich auch, aber trotzdem heißt das eine Auslastung von 50% der möglichen Zuschauer. Ich glaube, Sie merken das finanziell ganz enorm.
Das muss man so sagen, sowohl Geisterspiele als auch Spiele mit reduzierter Zuschauerzahl sind natürlich in keinster Weise wirtschaftlich. Das muss man in aller Deutlichkeit so sagen. Muss gleichzeitig auch sagen, 896 Zuschauer erreicht man auch nur, wenn man immer Vierergruppen zusammen hat. Das heißt, sobald ein Zuschauer allein kommt oder eine Zweier- oder Dreiergruppe, fallen logischerweise Plätze weg, weil die freien Plätze mehr werden. Insofern, die ersten zwei Spiele haben wir mit Sicherheit nicht gemacht, um da jetzt maximal das finanziell Bestmögliche mitzunehmen, sondern es ging darum, die Fans sicher, gesund in die Halle zu bekommen und sicher und gesund nach Hause zu bringen, die Spieler, den Staff und die Aspen Family optimal zu schützen und, wie sie ja jetzt zeigt, erstmal zuletzt noch überhaupt in der Halle zu haben. Jetzt stehen ja nun erstmal Geisterspiele an, leider. Welche Regeln legt der Verein auf die Spieler? Wie müssen die sich verhalten? Was geben Sie denen mit auf dem Weg? Also tatsächlich eine ganze Menge, auch in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Der Gesundheitsamtleiter Herr Möckel war auch bei uns im Büro und im Trainingsgebäude, hat sich das angeguckt. Das geht über organisatorische Sachen, wie dass die Spinde 1,50 Meter auseinanderstehen, dass nur in Zweiergruppen geduscht wird, dass maximal zwei Spieler in einem Auto zum Training kommen, idealerweise nur einer, aber es hat ja nun auch noch nicht jeder einen Führerschein. Also maximal zwei Spieler zusammen, dass man zu unterschiedlichen Zeiten ankommt, dass man zu unterschiedlichen Zeiten geht, dass es keine gemeinsame Rumstehzeiten vor der Halle gibt. Wir haben eine Corona-Testbatterie grundsätzlich alle 14 Tage eingeführt, die wir machen mit Team hinterm Team und dem Office-Team, um das sicherzustellen. Darüber natürlich Desinfektionsspender überall und im Büro auch, wenn ihr ins Büro hochkommen müsst, weil was gerade ansteht, so schnell wie möglich im privaten Teil weglassen, sondern nach Hause und auch zu Hause die üblichen Regeln im Einkaufen beherzigen, im sozialen Leben beherzigen. Inwieweit werden die Familien in diese Tests mit einbezogen? Weil es ja immer sein kann, dass der Spieler an sich sich wunderbar verhält, aber irgendein Familienmitglied bringt es dann doch ungewollt mit nach Hause. Tatsächlich ist das ja, irgendwo muss man eine Grenze ziehen und wir haben für uns, für unsere Testungen die Grenze gezogen, dass wir das ganze Office-Team haben, das ganze Team, den Coaching-Staff, Physios und auch alle Menschen, die sonst im Umfeld der Eisbären beruflich dabei sind. Das ist dann eben zum Beispiel auch der Busfahrer, der zu Auswärtsfahrten mitfährt und dann im Hotel ist, Zeugwart. Aber bei Familien haben wir dann die Grenze gezogen, weil die nicht professionell im Umfeld der Eisbären dabei sind. Natürlich, wenn es da einen Fall gibt, dann wird die Quarantäne für Kontakt 1 Personen natürlich sofort auch greifen.